Hallihallo und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Human Revolution. Ich sag immer, das ist gleich falsch. Deus Ex Human Revolution, ja. Im letzten Part haben wir ein bisschen Scheiße gebaut. Beziehungsweise haben der Frau gesagt, die Tong Geld schuldet, dass wir ein gutes Wort für sie einlegen. Und dann schauen wir auch doch mal, ob der liebe Barkeeper ein bisschen nett gesinnt ist und sich vielleicht bei Tong ein bisschen einschleimt. Mal schauen, vielleicht können wir ihn ja überreden. So, dazu müssen wir jetzt aber erstmal diesen blöden Club wiederfinden. Ich weiß gar nicht, wo der war. Stimmt, im anderen Stadtviertel. Grummel. Naja. Genau falsch gelaufen. Stimmt, wir müssen dadurch. Beltauer. Ah ja. Beltauer steht da. Kirchenturm. Jo. Dann gucken wir mal doch, wo der Club ist. Dass Jensen aber auch nicht so lange laufen kann. Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Also so lange sprinten kann. Das soll mal weniger rauchen, der Kollege. So, hier haben wir einen Abwasserkanal. Da will ich jetzt aber nicht rein. Da können wir dann mal später irgendwann mal rumwurschteln. Sondern einmal in den Club namens Bienenwabe bzw. The Hive. Und ja, den Rauswerfer, den kennen wir ja schon. Wir gehen einfach mal rein. Dum-di-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ah, okay, los geht's. Da ist der Barkeeper. Hey, Bobby. Was soll's denn sein? Wegen des Jobs. Hey, wegen dieses Jobs. Haben Sie Jaya gefunden? Beschaffen Sie das Geld, das sie uns schuldet. Was müsste passieren, damit Sie Jaya in Ruhe lassen? Ich verstehe nicht ganz. Haben Sie das Geld nicht? Ich weiß alles über Ihre Machenschaften. Erst besorgen Sie ihr die Augmentierung und jetzt lassen Sie sie bis an ihr Lebensende dafür bluten. Also, was verlangen Sie dafür, dass Sie sie ab sofort in Ruhe lassen? Ein Cyborg mit einem Herz aus Gold, was? Ich sag Ihnen was, Quailo. Geben Sie mir die Raten für ein Jahr und sie ist frei. 5.000 Credits. Scheißkerl. Vergessen Sie es. Nicht doch. Sie verletzen meine Gefühle. Und jetzt heulen Sie sich woanders aus. 5.000 Credits. Wo soll ich die denn herbekommen? Ich habe gerade mal 3.100. Okay. Ja, das ist ja doof. Wir müssen irgendwie Credits beschaffen, weil ich will die gute Frau, die will ich ein bisschen raushauen da. Wir sind ja netter und mein Handy hat gerade einen Abgang gemacht, der Akku ist leer gegangen. Das bedeutet, ich muss jetzt nach Gefühl spielen. Und also wenn es asynchron wird, es tut mir leid, da habe ich die Zeit nicht in den Augen gehabt. Steck die Scheißwaffe weg, Mann. Ey. Himmel, Herrgott, nochmal. So, wo ist jetzt hier ein Waffenladen? Ich brauche einen Waffenladen. The Hive. Hotel. Yazoo District. Alice Garden Pots. Ich brauche doch nur einen verdammten Waffenladen. Limp-Klinik. Warte mal, das ist doch ein ganz anderer Bereich hier, oder nicht? Bin ich doof? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Metro Station, hier ist irgendwas mit dritte Plattform, keine Ahnung, was da ist. Ja, gut, also anscheinend müssen wir uns die Credits irgendwie auf andere Weise verdienen. Das heißt stehlen. Oh Gott. Schönen guten Tag. So, Reisende, da kriege ich nochmal EP drauf. So, und hier ist ein Safe. Sicherheitsstufe 1, den können wir hacken. Vielleicht befindet sich da ein bisschen
bisschen Kohle drin. Das wäre super. Und go, go, go. Zugriff gewährt. Jawohl, super klasse. Dann mach doch mal auf. Da haben wir zum Beispiel ein paar Credits. Wie viel? Ach, 201. Okay, und hier nochmal ein paar Credits. Nochmal 203. Ja, wir kommen langsam an die 5000er Marke ran. 5000 fucking Credits, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Naja, gut. Gehen wir hier raus. Vielleicht finden wir noch mehr Fleischläden, wo man so ein bisschen was abstauben kann. Gucken wir doch einmal nach. So, da oben müssen wir nicht rauf. Da unten ist eine Tür, die anscheinend kein Schloss hat. So, hier ist nochmal ein Laden. Da können wir aber die Tür nicht aufmachen. Schade, schade, schade. Guten Tag. Das können wir verdammt nochmal nicht ändern. Ja. Ah, da ist noch eine Tür. Ladenbesitzer ist auch gerade irgendwie nicht da. Ich gehe einfach mal rein. Das ist ja... Ah, Credits. War hier niemals drin. So, und dann gucken wir uns nochmal ein bisschen weiter um. Also hier kann man echt Credits auf der Straße einfach so finden. Das ist ja echt klasse. Ich weiß nicht, ob das hier so eine kluge Idee ist, hier lang zu gehen. Aber ich tue es einfach mal. Wer was gegen hat, der kriegt auf die Fresse. So, die Tür können wir nicht aufmachen. Das ist also eigentlich hier total sinnlos, hier lang zu gehen. Trotzdem mache ich's. Schönen guten Tag. Hier ist noch eine Kanalisation. Gehen wir da runter? Nee, komm, scheiß auf Kani. Kanalisation. So, hier haben wir ein paar... Oh ja, hier haben wir Wohnungen, die können wir hacken. Da sind bestimmt auch ein paar Credits drin. Wir hacken jetzt einfach mal die ganze Stadt. Wir sind jetzt hier bei Watch Dogs. Das ist nicht mehr Deus Ex, das ist Watch Dogs. Zugriff gewährt. Einmal eine Tür gehackt und da haben wir ein Nuke-Virus drin liegen. Den nehmen wir uns doch einmal auch. Oh, shit. Ich habe nicht bedacht, dass da Leute drin sind. Wie viele Leute sind hier drin? Soweit ich sehen kann, nur einer. Die anderen stehen alle außen. Gut. Dann würde ich mal sagen... Einfach mal einmal schlafen legen lassen. Der schläft nur, den geht's gut. Oh yeah! Vor dieser kleinen Rock'n'Roll-Pause habe ich über eine ziemlich ernste Sache geredet. Und damit möchte ich jetzt weitermachen. Ich okay. Liebe es, dass alle von diesen verdammten Aufnahmen so schockiert und abgestoßen sind. Tja. Hier ist noch ein PC. Hier sind die Credits. Nein, warum? Okay, aber egal. Nehmen wir den PC nochmal. The Hive, ja, bin dabei. Sexleben, alles klar. Einmal nochmal ein paar Credits gefunden. Auch wenn es nicht viele sind. Brechen wir ins nächste Haus ein. Hier ist der Flur 2. Mit der Sicherheitsstufe 1. Puh, das sieht ja schwer aus. Alle überall das gleiche System. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ja wie bei Microsoft. So, einmal verstärken, verstärken, übernehmen. 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 Zugriff gewährt. Und Bonus! Sind das Credits? Tatsache, Bonus-Credits dazu bekommen. Das ist ja herrlich. Ich weiß gar nicht, ob wir hier so rein dürfen. Ich frage ihn einfach mal da vorne. Bevor so. Wir jetzt Kontakt mit... Hey, 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 hey,
Darf ich das mitnehmen? Geil, okay, kümmert sich nicht drum. Alles klar. Kühlschrank nehme ich auch noch mit. MP-Munition nehme ich auch noch mit. Wenn es dir nichts ausmacht, ne? Also kannst ruhig sitzen bleiben. Ich gucke mich nur ein bisschen um. Alter, dass die Leute so ruhig sind. Ich meine, hier bricht ein komplett völlig Fremder ein, raubt die Bude aus und der sitzt vorm PC und guckt sich irgendwelche Internetpornos an. Klasse. Also, beste Zukunft ever. So, nächstes. Lass mich raten, das gleiche System? Ja gut, es ist ein anderes System, aber fast genauso. Gucken wir da einmal mal. So, dann machen wir hier einmal den Transfer noch mit. Credits haben wir auch noch gefunden. Oh, falsch. Ich bin falsch rumgegangen. Ah, aber egal, ich habe zwei Sicherheitsstufen. Zugriff gewählt. Und 50 Credits auch noch dazu bekommen. Super klasse. So, hier scheint anscheinend keiner drin zu sein. Da waren die Leute ein bisschen faul. Credits liegen hier. Super klasse. Credits sind immer bei mir gern gesehen. Und hier haben wir Revolver-Munition. Das ist auch immer gerne bei mir gesehen, dass ich Munition genug zuhauf habe. Und ein E-Book. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Zack. Zack. Super. Das habe ich beim letzten E-Book leider vergessen. Tut mir auch ein bisschen leid. Roof Level, da will ich jetzt wirklich aufs Dach. Ich weiß nicht, das bringt mir eigentlich hier nichts. Ich will eigentlich weiter Leute ausrauben. Ooh, that ass. Ach stimmt, mit Rechtsklick. Ah ja, hab ich vergessen. Ich vergesse so einiges hier und kann ich nicht hacken. Oh, gib mir Sachen zum Hacken, Leute. Ich brauche Kohle. 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 Oh. Falsches Distrikt. Gut, ist ja aber auch egal. Wir können hier was hacken. Das ist ja geil. So. Oh, das sieht schon ein bisschen anspruchsvoller aus. Ja, aber das ist ja kein Problem für uns, für den Meister des Hacks. Los geht's. Steht zwar minus 1 drauf, das ist aber egal. So. Go, go. Zugriff gewährt. Ein Stoppwurm. Und wir haben eine Lagerhalle aufgemacht. Da liegt ein Betäubungsgewehr. Hatten wir das nicht mal schon mal? Upsala, falsches Inventory. Präzisionsgewehr. Und das Betäubungsgewehr. Das haben wir sogar. Das heißt, wir kriegen Munition dafür. Yes, ein Betäubungsfall. Superklasse, superklasse, superklasse. Wir haben sogar noch 12 Schuss dafür. Ach, stimmt, ja. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, hier Elektropistole, scheiß drauf. Ja, schieß drauf, genau. Stimmt, ja, da war ja was. Oh, die gehen kaputt. Vielleicht ist da was drin. Alter, die Boxen, die wollen nicht kaputt gehen. Aber da ist auch nichts drin. Okay, aber ein bisschen Munition ist ja nicht verkehrt, ne? Muss man da ja mal zu sagen. So, haben wir hier noch irgendwas zum Hacken? Ja, da haben wir eine Tür. Ist der Besitzer da? Nein, ist er nicht. Cool, dann gehen wir einfach mal an die Tür rein. So, was haben wir hier rumliegen? Gar nichts? Unnütze Tür. Bringt gar nichts. Gut. Vielleicht verstecken. Bist du in Hengshaw, um dich zu amüsieren? Hier bin ich. Ja, guten Tag. Und tschüss. Ah, hier ist die Polizei. Die müsste ein bisschen weggucken. Also ich will nicht unbedingt vor den Bullen. So, aber auch hier ist mal wieder überhaupt nichts. Das heißt, ein Scheißdreck.
gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Hier geht's zum Beispiel, darf ich hier hinter oder haut er mir die Pfanne über den Kopf? Hört ja! Ja, dann nicht, ne? Hier liegen sogar Credits rum. Wer lässt denn Credits da einfach rumliegen? Das ist doch totaler Kumurks. Wenn ich gehe doch verantwortungsvoll mit meinem Geld um. Ein Energy Reel, den brauche ich auch. Den bleibe ich mir gleich mal ein. Ja, trotzdem, das ist doch totaler Kumurks. Wenn ich mit meinem Geld, da gehe ich zur Bank oder lege es irgendwo hin, wo es keiner findet. Ich laufe jetzt hier einfach mal rein, sehe hier, oh, hier ist Oculus Rift, cool. Lauf hier einmal rein und was sehe ich denn hier? Da liegt ja schon wieder die Credits hin. Meint er, ich gucke zwischen den Medizinsachen nicht rum oder was? Oh, okay, hier kann ich nochmal was hacken. Mach ich einfach mal schnell. Kommt bestimmt kein Polizist. So, das kann jetzt ein bisschen dauern bei ihm. Weil ich habe mehrere Schilder aufgesetzt. Zugriff gewährt. Ja, und 100 Credits dazu noch. Wir haben fast die 5000 Credits, Leute. Das heißt, wir können dir, der guten Dame, was Gutes tun. So. Und der hat es noch nicht mal bemerkt. Was ist das für ein Scheißspiel? Realistische KI, hahaha, am Arsch. Das ist doch alles nicht. Naja. Was gehört, Lego? Die reden über dich. So, springen wir einmal rüber, gucken hier. Ja, da raucht eine gemütlich, dann können wir hier gemütlich ausrauben. Eine Munitionskoffer mit Betäubungspfeile. Ja, super, klasse. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, dann gucken wir nochmal weiter. Ist die Polizei, die einen Scheißdreck gegen Diebe macht. Komischerweise. Ich weiß doch gar nicht, was für ein Distrikt hier ich mit bin, ey. Das ist ja, hier sieht ja alles scheiße aus. Ja, hier sieht's scheiße aus, so wie bei Mama zu Haus. Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Ja, hier sieht's scheiße aus, wie beim Gamerhaus. Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht's aus. So, los. Nein, nicht so los, sondern so los. Hier können wir auch nichts machen. Hier ist ja... So, haben wir hier noch... Nein, haben wir nicht. Munition, ich habe keine MP mehr, Mann. Oh Gott. Diese Credits zusammensuchen ist für mich ein fataler Moment. Naja, aber ich denke mal, glaube ich, die 18 Minuten sind jetzt so ein bisschen rum. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen länger gespielt. Ich hoffe, es war nicht asynchron. Deswegen mache ich hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Raubzug bei Deus Ex Human Revolution. Bis dann.